Möglichkeit zur Führung, aber leichtfertig vergeben. Johu Temo Christian Kilo lupft den Ball in die Arme von Viktor Weber. Omer Basic nimmt den Kopf hoch, bringt die Flanke in den 16er und dann das Eigentor von Leon Rurich. Er hat allerdings Glück, dass sein Team nachsetzt und kurze Zeit später die nächste Riesengelegenheit hat. Und jetzt muss man einfach sagen, das Ding muss rein. Und nach dem Seitenwechsel macht Eberstadt genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Und jetzt kommt auch noch das nötige Glück hinzu. Nach dieser Aktion gab es dann Gelb-Rot für Trabzonspor und somit wurde es immer leichter für Potisk gegen Trabzonspor. Doch auch ein Potisk macht nicht jeden rein. Philipp Henzel, nächster guter Ball. Was macht Zewe denn da? Fliegt dran vorbei. Rühlecke, 0:2. Der war da nur noch Formsache, aber was war das denn für ein Geschenk für Borussia Bautzen? Das Tor auf dem Silbertablett serviert. Kuhlmann mit dem hohen Ball Richtung Vacho. Einmal, zweimal, dreimal, dann in die Mitte. Und dann geht der Ball eben auch ganz unglücklich rein. Ein Eigentor von Budakosa in der 61. Minute. Young erobert hier den Ball. Zieht einfach mal ab, Schiefer. Sieht da mal gar nicht gut aus. Erneute Führung für Berger Schlappbach nach 28 Minuten. Es ist allerdings ein Eigentor von SC West-Torhüter Felix Schiefer. Sekulic, Türken auf links verlagert. Hoppla. Marienfelde jubelt, Marienfelde führt, aber ohne eigene Einwirkung. Was war denn da passiert? Mal Martin Wicknick mit. Flanke rutscht ein bisschen ab, wird aber trotzdem gefährlich und Philipp Winter dann zum 1:0. Das Ei hat sich Niklas Rupert selber ins Nest gelegt. Nach 7 Minuten führt der Favorit mit freundlicher Unterstützung der Gastgeber. Wieder Kurs lag dieses Mal über eine Ecke. Rabe kann diese nicht kontrollieren und dann wird es vogelwild. Kurs lag stochert, doch Viktoria kann den Ball irgendwie vor der Linie retten. Eine ganz kuriose Aktion. Hier aus der Hintertorkamera wird es deutlich. Ganz viele in Gelb stehen dort und ganz viele in Schwarz stochern.